Ich begrüße euch ganz herzlich zum dritten Teil unserer Reihe, wo wir uns mit dem Select Statement beschäftigen und jetzt spezifisch mit dem Between und dem In-Operator. Den vorherigen Teil, den findet ihr übrigens oben rechts, aber wenn das klar ist, dann kommen wir wieder zurück zu unserem kleinen Computerladen, wo unsere Kollegin Lara unsere Hilfe braucht. Und die hat einen vollgeschmierten Zettel, auf dem zu entziffern ist, dass eine Kundin mit NNA am Ende mit der Kundennummer 1 vorne um einen Rückruf bittet. Zumindest vermutet Lara das und braucht jetzt unsere Hilfe, um diese Kundin irgendwie in der Datenbank zu finden. Der vollgeschmierte Zettel stammt von einer Kollegin, die aktuell viel mit einer Kundin zu tun hat, die entweder Hanna oder Anna heißt. Zumindest ist sich Lara da sehr sicher. Bedeutet, wir haben als Hinweis erstmal, dass der Vorname entweder Hanna oder Anna lautet und die Kundennummer zwischen 100 und 199 oder zwischen 1000 und 1999 liegen muss. Denn fünfstellige Kundennummern gibt es hier nicht. Und wenn man genau guckt, ist zu erkennen, dass sich hinter der 1 noch mindestens zwei weitere Ziffern befinden. Auch kann Lara nicht ausschließen, dass hinter dem letzten A noch ein H steht, also dass wir auch noch nach einer Hanna mit H am Ende suchen müssen. Als Grundlage dient uns wie immer unsere Tabelle Kunde, in der wir die Kundennummer, den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Telefonnummer der Kunden abgespeichert haben. Und dann gucken wir mal unser Statement an, und zwar Zeile für Zeile, mit dem wir hoffentlich unsere Kundin in unserer Datenbank finden. Und die erste Zeile, da sollte jetzt eigentlich nichts Neues sein. Da füllen wir ein Select-Statement aus und wir lassen uns die Kundennummer, den Namen, den Vornamen und die Telefonnummer von dem Kunden ausgeben. Und darauf folgt das Schlüsselwort where, und in Klammern folgt dann eine neue Bedingung. Und mit der Bedingung geben wir an, dass die Kundennummer zwischen, also between, 100 und 199 liegen muss, wenn wir diesen Datensatz ausgeben lassen wollen. Also können wir mit dem Between-Operator prüfen, ob ein Wert in einem bestimmten Bereich liegt oder nicht. Und jetzt gucken wir uns das Statement mal weiter an, denn wenn wir uns mal wieder zurückerinnern, wir hatten ja festgelegt, dass die Kundennummer zwischen 100 und 199 oder zwischen 1000 und 1999 liegen muss. Und an der Stelle brauchen wir natürlich noch eine zweite Bedingung, die abprüft, ob die Kundennummer zwischen 1000 und 1999 liegt. Aber dazwischen, da schreiben wir jetzt or, also für oder, und das bewirkt, dass jetzt nur eine der Bedingungen zutreffen muss und nicht mehr beide. Denn wenn jetzt unsere Kundennummer bei 101, 150 oder bei 1001 liegt, würde der Datensatz ausgegeben werden, da eine der beiden Bedingungen zutrifft. Aber da war ja noch was, nämlich dass unsere Kundin entweder Anna oder Anna heißt. Und auch das müssen wir irgendwie abfragen, und dafür nutzen wir den In-Operator. Der sorgt nämlich dafür, dass nach mehreren definierten Werten gesucht wird, also in unserem Fall Anna, Hanna oder Hanna mit H am Ende. Denn so müssen wir nicht ganz viele Oder-Bedingungen aneinander hängen, was sowieso deutlich länger dauert, sondern wir können den In-Operator benutzen, der deutlich schneller ist, und das Statement liest sich auch noch besser. Und wir haben jetzt ja insgesamt drei Bedingungen, also Bedingung 1, Bedingung 2 und Bedingung 3. Und zwischen jeder dieser Bedingungen steht ein Und oder ein Oder. Und diese Bedingungen werden jetzt von links nach rechts ausgewertet, in dem Sinne, dass ihr euch vorstellen müsst, dass das ganze Statement in einer Zeile geschrieben wird. Also wenn Bedingung 1 oder Bedingung 2 zutrifft, dann erhalten wir hier ein War. Bedeutet, wenn die Kundennummer zwischen 100 und 199 oder zwischen 1000 und 1999 liegt, dann ergibt diese Auswertung wahr. Und ganz rechts haben wir noch eine dritte Bedingung, und die ergibt auch entweder wahr oder falsch. Also wenn unser Vorname Anna, Hanna oder Hanna mit H lautet, dann ergibt das Ganze wahr. Also wenn die Auswertung der ersten oder der zweiten Bedingung wahr ergibt und die dritte Bedingung wahr ergibt, dann wird der Datensatz angezeigt. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wir führen das Statement jetzt mal aus und dann wird es wahrscheinlich klar. Und als Ergebnis unserer Abfrage kriegen wir insgesamt fünf Datensätze mit fünf verschiedenen Kundinnen angezeigt. Also jeweils zweimal die Hanna mit H, einmal die Hanna ohne H und zweimal die Anna. Und bei allen Kundinnen trifft zu, dass die Kundennummer entweder zwischen 100 und 199 oder zwischen 1000 und 1999 liegt.
und der Vorname entweder Hanna mit H, Hanna ohne H oder Anna lautet. So, ich hoffe, die ganze Geschichte ist klar geworden. Links kommt ihr zu meiner Playlist, zu den Select Statements, und rechts findet ihr meine Playlist zu den relationalen Datenbanken. Schaut da doch gerne mal vorbei, und ansonsten bis zum nächsten Mal.